Siehst du heute aber strahlend aus. So frisch und jung. Ja, ich habe mich gerade poliert mit einem richtigen Rasiermesser. Doch nicht etwa mit dem Rasiermesser. Alles Unnütze muss weg. Das ist William. Von? Ockham. Alle unnützen Begriffe, Verallgemeinerungen, sprachlichen Künsteleien und so, die muss man einfach wegschneiden. William von Ockhams Rasiermesser. Auch ich bewundere dich ja so. Nur so viel Begriffe wie unbedingt nötig, mehr nicht. Allgemeinbegriffe haben keine eigene Realität. Das sind nur Worthülsen, sparsame Abkürzungen sozusagen für viele, viele Einzeldinge. Der Hund, dann ist das nur ein Wort, eine Zusammenfassung von ganz, ganz vielen Hunden. Doggen und Boxer und Dackel und Terrier. Auch da ist noch nicht Schluss, denn bei den Doggen, da gibt es zum Beispiel viele Einzelexemplare. Hasso, Bello und Leo beispielsweise. Und real gibt es eigentlich nur diese einzelnen Tiere. Aber wie kann man da noch vernünftige Sätze bilden? Kein Problem, wie bisher. Und wo ist der Unterschied? Dass man weiß, dass Begriffe nicht real sind, sondern nur Namen. Nominalismus halt. Ein Hund an sich kann mich nicht beißen, sondern nur irgend so ein konkretes Vieh. In der Realität habe ich jetzt also keine Hundephobie, sondern nur noch Angst vor Hasso, Bello oder Leo oder wie die alle heißen. Weiß der Geier. Aber Geier ist auch nur ein Allgemeinbegriff. Und wirklich gibt es ja Aasgeier und Bartgeier und Lämmergeier. Und wenn all die Exemplare keine Namen haben, dann müsste man sie eigentlich nummerieren. Also etwa Aasgeier 1, Aasgeier. Schluss, halt aus. Eben dieses ganze Geschnatter will man sich doch Aber einsparen. gerade sagtest du, Allgemeinbegriffe sind nicht real. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das Wörtchen Mann ist ziemlich allgemein. Aber meine Männlichkeit, die ist speziell. Auch in Hinblick auf Ockhams Rasiermesser?